Das Ding hier, das ist das Gesetz von Wien, ja, also Lambda Max, eine Wellenlänge vom Licht, und T ist die Temperatur und B ist diese Konstante, die merkt man sich. Und da ist er, der Herr Wien und sein Kollege. Und der Kern ist diese Grafik. Ich habe jetzt hier 6000 Kelvin. Also ich habe hier so Herdplatten, ja, und diese Herdplatte, die ist mit 6000 Kelvin. Die ist 6000 Kelvin heiß. Und die Herdplatte, die ist nur, was haben wir da hinten? 3000. Ja? 3000 Kelvin, ja. Dann ist so, dass die 6000 Kelvin natürlich jetzt, meistens ist ja so Infrarot, obwohl, gut, die ist jetzt, nee, das ist sogar sichtbar, also das war blau oder grün oder was weiß ich, ja. Also die glüht und die strahlt ab und die strahlt hier auch ab, die strahlt dann rot ab wahrscheinlich. Ja, ja so, genau. Und erstens mal, die strahlt mehr ab. Das heißt, hier 6000 ist höher. Hier ist die Intensität Watt pro Quadratmeter mal Nanometer. Und die andere strahlt 3000 weniger ab. Und das nächste ist, die Farbe ist eine andere. Also hier ist die Wellenlänge, Lambda. Ja? Und hier kurze Welle, lange Welle. Das heißt, also bei 6000 ist es eher im Kurzwelligen. Also geht von ganz kurzwelligen bis ganz langwellig. Ja, also sämtliche. Aber der Schwerpunkt, der Gipfel ist hier eher beim Kurzwelligen. Und wenn ich jetzt hier bei 3000 bin, das ist erstens weniger und dieser Gipfel ist dann eher langwelliger. Und das sagt mir dieses Wien-Gesetz aus. Genau, wenn wieder, sonst versteht man ja nichts. Mal eine andere Farbe. So, wo ist das Maximale? Das ist mein Lambda Max. Und das kann ich mit dem Gesetz berechnen. So, genau. Und je höher die Temperatur, desto kleiner ist das Lambda Max, ja, weil das eine Konstante ist. Und wenn es heiß genug ist, wird es weiß glühend. Und wenn mein Körper hat 37 Grad Celsius, dann habe ich nur Infrarot. Und dann haben wir ein Beispiel gerechnet. Also wenn ich jetzt hier, genau. Also ich hätte jetzt hier mal 750 Grad Celsius, dann muss ich die in Kelvin umrechnen. Das ist mit minus 273 Grad Celsius 0 Kelvin, also einfach plus. Ja? Plus 273. Und dann kommt man von Grad Celsius auf Kelvin. Gesucht ist Lambda Max. Ja, Lambda ist B durch T. Einsetzen, ja, also diese Konstante durch die 1000 und bekomme 2,8 mal 10 um minus 6 Meter. Die Wellenlänge macht man meistens in Nanometer, ja, also ein Nanometer ist ja einmal 10 um minus 9 Meter, also noch um drei Dinge verschieden, da haben wir 2800 Nanometer. Sichtbar ist von 4 bis 800, also hier, das ist der Blaubereich. 800 oder 850 oder 750 ist rot. Das heißt, das hier ist das Maximum ist ganz langwellig, das sehen wir nicht mehr. Langwellig ist tief im Infraroten. Ja? Also wenn eine Herdplatte mit 750 Grad glüht, ist das meiste unsichtbares Infrarot. Es kann schon sein, dass ein Teil, das sieht man ja hier, ja, 3000, also obwohl der hier im nicht sichtbaren Bereich sein Lambda Max hat, gibt es diesen Teil, den man sieht. Ja, bei 750 Grad bin ich so weit drüben, wer weiß, ob man noch ein bisschen was sieht. Aber so Herdplatten funktionieren so erst dunkelrot und dann wird es immer heller, wenn man die glühen lässt. Ja, heute hat man Ceranfelder, sind wieder anders. Ja, aber so eine schöne gusseiserne Herdplatte, die man vergessen hat auszuschalten, die glüht dann. Nach dem Gesetz und die Sonne funktioniert genauso und das ist das Spannende an diesem schönen Näherungsgesetz.